Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, werter Herr Näpflin, werter Herr Lehmann, werte Damen und Herren. Bundesrätin Amherd hat heute Nachmittag zu einem runden Tisch betreffend den internationalen Lauberhornrennen eingeladen. Aufgrund des großen medialen Interesses haben wir uns entschieden, dass wir im Anschluss an die Gespräche einen Point de Presse durchführen werden. Die Teilnehmer werden sich nun mit einem Statement an Sie wenden und gerne im Anschluss noch Fragen beantworten. Ich weise darauf hin, dass im Anschluss keine Einzelinterviews aufgrund der Corona-Maßnahmen möglich sind. Ich übergebe das Wort Bundesrätin Amherd. Ja, besten Dank, sehr geehrter Herr Regierungsratspräsident, sehr geehrter Herr Näpflin, sehr geehrter Herr Lehmann, werte Medienschaffende. Wie es gesagt wurde, habe heute Nachmittag den Regierungsratspräsidenten des Kantons Bern, Vertreter von Swisski und des Organisationskomitees Internationale Lauberhornrennen im Bundeshaus empfangen. Wir haben intensive Gespräche geführt, die sehr konstruktiv waren und positiv verliefen. Und es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Swisski und das Organisationskomitee eine gemeinsame Lösung finden konnten. Auch der Kanton Bern hat sich konstruktiv gezeigt. Der erfolgreichen Durchführung der Lauberhornrennen also spricht auch in Zukunft nichts entgegen. Diese sind auf die weiteren kommenden Jahre sichergestellt. Und es freut mich natürlich, dass dieses sehr wertvolle, traditionsreiche, international bekannte Rennen weiterhin durchgeführt werden kann. Rennen mit weltweiter Ausstrahlungskraft. Und wir sind, glaube ich, dieser Tradition schuldig, dass wir gute Voraussetzungen schaffen, dass sie auch eine Zukunft haben. Die Lauberhornrennen sind natürlich wichtig für den internationalen Ski-Rennsport, für die FIS, für Swisski und für den Schweizer Tourismus, für alle Ski-Fans in unserem Land und weltweit. Die einvernehmliche Lösung ist ein guter Entscheid für den Schweizer Sport. An dieser Stelle danke ich dem Regierungsratspräsidenten, Herrn Christoph Ammann, dem OK-Präsidenten, Herrn Urs Näpflin, dem Präsidenten von Swisski, Herrn Urs Lehmann, für diese konstruktiven und positiven Gespräche. Ich freue mich natürlich jetzt schon auf die nächsten Rennen, die hoffentlich bei tollen Schneeverhältnissen und auch ohne Einschränkungen aus Pandemiegründen im nächsten Jahr durchgeführt werden können. Ich gebe jetzt das Wort direkt weiter an Herrn Christoph Ammann. Vielen Dank, Frau Bundesrätin, meine Damen und Herren. Es ist ein freudiger Tag für den Sportkanton Bern. Die internationalen Lauberhornrennen finden in Zukunft statt. Und wenn man einen Konflikt hatte in der Vergangenheit, ich betone Vergangenheit, dann gehen wir gestärkt jetzt zusammen in die Zukunft mit einer Lösung, bei der sich alle Partner wesentlich bewegt haben. Auch der Kanton Bern trägt seinen Teil dazu bei, als verlässlicher Partner, der er war in der Vergangenheit und der er auch sein wird in der Zukunft. Ich danke insbesondere auch Frau Bundesrätin Amherd für die Vermittlung und ich freue mich als Sportminister des Kantons Berns auf viele Rennen bei besten Schnee- und Witterungsverhältnissen in Zukunft. Besten Dank, Herr Näpflin. Ja, für uns eine große Erleichterung, sehr geehrte Damen und Herren, dass wir heute diesen Schritt aufeinander zugemacht haben. Beide Parteien haben einen großen Schritt aufeinander zugetan. Es ist eine schwierige Zeit gewesen in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Wir waren überrascht, wie viele positive und gute Rückmeldungen wir bekommen haben für das Lauberhornrennen, dass die Wichtigkeit der Lauberhornrennen erkannt wurde und auch in den Medien entsprechend einen Rückhalt gefunden hat. In den nächsten Tagen werden wir eine schriftliche Vereinbarung aufsetzen miteinander. Diese werden wir gemeinsam unterzeichnen und im Anschluss werden wir unsere Klage zurückziehen. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt auf unsere Arbeit konzentrieren können und freue mich auf die nächsten Lauberhornrennen, hoffentlich mit Zuschauern. Und es würde mich ganz speziell freuen, wenn wir unsere Bundesrätin und Sportministerin, Frau Bundesrätin Viola Amherd, am nächsten Rennen in Wengen begrüßen könnten. Dankeschön.
Bitte, Herr Lehmann. Auch von Seiten Fischi möchte ich mich hier anschließen. Guten Abend zusammen. Die Erleichterung ist groß, auch bei uns. Wir sind auch erleichtert, wir sind glücklich. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Rennen am Lauberhorn, wir wollen Wengen. Das ist wichtig und wir sind froh, dass das alle Involvierten und nicht nur Involvierten, sondern dass die ganze Schweiz irgendwo begriffen hat, wie wichtig dass das Lauberhornrennen ist. Und das war die Basis, dass wir jetzt in kurzer Zeit eine sehr einvernehmliche, gute Lösung haben machen können, wo alle Beteiligten, wirklich alle Involvierten, ihren entsprechenden Schritt gemacht haben. Und das ist, glaube ich, wichtig für Wengen als solches, aber ich glaube auch, dass das eine Signalwirkung für den Sport haben kann und wird, für die Wichtigkeit des Sports. Und wenn wir das so in bester Einvernehmlichkeit leben können und transportieren können, dann ist das wirklich ein freudiger Tag. In diesem Sinne herzlichen Dank auch Frau Amherd. Sie haben das und ich möchte dabei auch Matthias Remund erwähnen. Sie haben die Brücke geschlagen, die haben vieles ermöglicht, was vorher nicht möglich war. Das ist nicht selbstverständlich, umso mehr schätzen wir das im Namen des Sports. Herzlichen Dank. Besten Dank, wir kommen zu den Fragen. Wem darf ich das Wort geben? Herr Tischhauser. Wie genau sieht es die Lösung aus, die Sie getroffen haben? Selbstverständlich haben wir diese Frage natürlich erwartet. Es ist klar, dass jetzt die ganzen Einzelheiten schriftlich festgehalten werden müssen. Über die Details können wir im Moment keine Auskunft geben. Darf ich hier präzisieren? Wir werden keine Auskunft über die Details geben zu dieser Einigung, die wir gemacht haben, mit allen drei Parteien. Nachfrage von Herrn Tischhauser. Eine Anschlussfrage vielleicht an den Vertreter des Kantons Berns. Wenn Sie sagen, auch Sie sind entgegengekommen, heißt das ja, es werden Steuergelder fließen des Kantons. Darum möchte ich schon gern wissen, wie die Lösung aussieht. Ich habe heute den involvierten Partnern in Anwesenheit von und unter der Leitung von Frau Bundesrätin Amherd eine klare Vorstellung präsentiert, in welchem Rahmen in Zukunft eine stärkere Unterstützung des Kantons Bern aussehen könnte. Diese Vorstellung stützt sich einerseits auf die wirtschaftliche Bedeutung dieses Anlasses und stützt sich aber ebenso auf der anderen Seite auf die finanzpolitischen Möglichkeiten des Kantons Bern. Ich werde diese Vorstellung der Regierung bekannt geben. Die Regierung hat sich damit noch nicht befasst. Daher kann ich heute keine Detailinformationen abgeben. Wir haben dort noch eine Frage vom Radio, glaube ich. Gut, erledigt. Nächste Frage. Wenn keine Fragen mehr sind. Entschuldigung. Ja. Herr Gammann, bald über diesen SDA. Neben Wengen gibt es mit Arlbogen im Berner Oberland einen weiteren Weltcup-Klassiker, der zuletzt trotz großen Aufmarsch defizitär war. Wird Arlbogen also vom Kanton Bern künftig auch substanziell unterstützt werden? Wir führen zurzeit mit beiden Veranstaltern Gespräche. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, es gibt noch keine konkreten Ergebnisse. Wir werden zu gegebener Zeit informieren. Bitte. Was konkret hat denn jetzt Bewegung in die Sache gebracht? Also was musste da passieren, dass Sie zu einer Einigung gekommen sind? Beginnen wir mit Herrn Lehmann vielleicht. Ich glaube schon, die vielen, und das habe ich schon am Sonntag oder am Samstag gesagt, die vielen positiven Signale, bis auch am Schluss geht es um Finanzen. Oder? Und da haben wir positive Signale sehr schnell gekriegt, die wir vorher so nicht hatten. Wir hatten bis hin zu einer Spende, zu einer substanziellen Spende, welche Druck rausgenommen hat. Und das hat sehr viel dazu beigetragen, bis eben auch dahin, dass sich unsere Sportministerin selber dem Thema angenommen hat. Mit dem Kanton Bern waren wir heute auch zum ersten Mal am Tisch. Das sind alles einzelne Details, die zusammengespielt haben. Wenn Sie kritisch wollen, haben wir das, wenn ich sage wir, Swischi und das HOKA Wengen, nicht geschafft. Und jetzt waren die Umstände so, dass wir alle an einem Tisch waren und das hat vieles auslösen können. Herr Näpflin, vielleicht wollen Sie noch ergänzen? Keine Ergänzungen, danke schön. Rainer Sommerhalter von CH Media, eine Frage an Bundesrätin Viola Amherd.
Was waren Ihre Beweggründe, dass Sie sich da so engagiert haben, die Einberufung dieses Gipfeltreffens? Immerhin haben Sie als Walliserin ja riskiert, dass damit Zermatt leer ausgeht. Ich habe jetzt eingangs gesagt, Lauberhornrennen, das ist weltweit ein Begriff im Skizirkus. 90 Jahre Tradition, eine sehr wichtige Rolle für den Schweizer Tourismus, nicht nur für das Berner Oberland, Strahlkraft für das ganze Land. Natürlich, wir unsere jungen Athletinnen und Athleten, die träumen einmal, dort ja, ein Rennen zu absolvieren. Ich bin für nächstes Jahr eingeladen, also nicht für die Kompetition. Ich denke eher als Zuschauerin, da freue ich mich natürlich drauf. Und natürlich auch als Ski-Fan. Und ich denke so, ein wichtiger Sportevent in unserem Land, den darf man einfach nicht riskieren. Deshalb war für mich klar, muss mich einschalten und versuchen, die Leute an einen Tisch zu bringen. Ob Zermatt jetzt leer ausgeht oder nicht, wie ich Zermatt verstanden habe, wollen die sowieso zu einer anderen Zeit ein Rennen anbieten, im November, wo es sonst wenige gibt. Und ich glaube, das eine hat sehr gut neben dem anderen Platz. Weitere Fragen? Bitte. Wird das Lauberhornrennen künftig noch gleich aussehen oder wird es Änderungen geben, die man sehen wird? Also wird es mit Werbung zugepackt? Gibt es da irgendwie eine Piste, die Sie uns geben können? Ja, ja, also es ist klar, dass in diesen Schritten, die wir aufeinander zugegangen sind, der war ja im Vorfeld die Diskussion betreffend den Torbogen am Hundschopf. Es ist klar, dass dieser Torbogen im nächsten Jahr zu sehen sein wird. Es wird die Optik dieser Schlüsselstelle verändern, das ist auch klar. Aber wir haben begriffen, dass wir nicht nur die hohle Hand machen können und nichts geben können. Das ist ein Teil des Deals, den wir haben, und das wird sich verändern, ja. Ja, Herr Zahler. Jetzt ist zwar ein Happy Hand da, aber ist es nicht ein bisschen ein Armutszeugnis, dass da der Bund einschreiten musste jetzt als Vermittler? Frau Bundesrätin. Also ich glaube, wichtig ist das Happy End. Wenn man etwas erreichen will, ist das Resultat wichtig, der Weg dazu weniger. Und ich denke, auf meine Intervention hin waren beide Parteien und auch der Kanton Bern sofort bereit, zusammenzusitzen. Und das, denke ich, ist sehr positiv. Weil wenn man eine Uneinigkeit hat, keine Lösung findet, ist das nicht so einfach, dann den Schritt zu machen, gemeinsam an den Tisch zu sitzen und zu sprechen, diskutieren, eine Lösung zu finden. Heute ist das passiert und ich denke, das ist ausgesprochen positiv und für mich bleibt da nichts Negatives zurück. Herr Tischhauser. Vielleicht doch noch eine Nachfrage an Herrn Ammann. Das heißt, es gibt noch keinen Regierungsentscheid. Die Regierung könnte mehrheitlich sich auch gegen den Teil Berns entscheiden. Ist das richtig? Wissen Sie, als Regierungspräsident kenne ich meine Kolleginnen und Kollegen. Bitte. Ich hätte eine Frage an Herrn Lehmann. Ihr Masterplan ging auf. In das System Skisport kommt mehr Geld, auch von der öffentlichen Hand her? Kann man so sehen. Ich glaube nicht, dass es mein Masterplan war. Es ist seit Jahren, seit Längerem immer wieder ein Statement, was wir als Skiverband, nicht nur ich als Person, gesagt habe, dass die Unterstützung durch die öffentliche Hand in sämtlichen umliegenden Ländern substanziell höher ist als bei uns. Habe aber immer wieder auch gesagt, das ist eine Feststellung, nicht ein Klagen. Jetzt haben wir hier einen Spezialfall, wo es wirklich um das Überleben eines Flagship-Events in der Schweiz geht. Und wir wiederum festgestellt haben, dass in anderen Bereichen das anders aussieht, dass hier der Kanton Bern einen Schritt machen kann, wo sie sich auch dazu committen. Entsprechend ist das für mich eben ein ganz wichtiges Zeichen. Ist wirklich, wirklich ein tolles und wichtiges Zeichen. Ich hätte noch eine Anschlussfrage. Der zentrale Punkt in dieser ganzen Angelegenheit waren ja die TV-Gelder, die nationalen und internationalen. Ist jetzt mit dem baldigen Rückzug vor dem Gast von der Wengner-Seite her damit diese Frage geklärt, dass diese Gelder bei Swissski landen und dahin gehören?
Diese Aussage kann ich so nicht stehen lassen, seien Sie mir nicht böse, oder? Weil hier gibt es in der Terminologie gibt es Missverständnisse. Wenn man nur von diesen TV-Geldern spricht, dann ist das missführend, weil es geht um eine Gesamtlösung. Es geht um eine Gesamtlösung und wir haben das so angeschaut im Sinne einer Gesamtlösung und haben uns dann in dieser Perspektive geeinigt. Während der Corona-Krise haben Sie, Frau Bundesrätin Amherd, gesagt, die Fußballclubs müssen ein bisschen sparen, müssen um 20% die Löhne durchschnittlich reduzieren. Sollen auch solche Events im Ski-Weltcup ein bisschen kleiner werden? Ich hatte hier in diesem speziellen Fall die Vermittlerrolle. Ich habe mich nicht inhaltlich dazu geäußert, ich habe moderiert. Die Parteien dazu aufgerufen, eine Lösung zu finden, die haben sie gemeinsam gefunden, ohne Intervention oder Diktat des Bundes. Und ich gehe davon aus, dass alle OKs, die solche großen Sportveranstaltungen organisieren, jetzt schon kostenbewusst arbeiten und schon aus ureigenem Interesse schauen, wo mögliche Einsparungen gemacht werden können. Wenn ich etwas dazu sagen darf, ich glaube, man muss immer differenzieren. Das eine sind Spielerlöhne, insbesondere im Fußball, wo man immer wieder hört, auch ich wurde konfrontiert, hat jetzt der Lohn oder Transfersumme von Neymar etwas zu tun mit den Löhnen bei den Schweizern. Und das darf man nicht vergleichen. Hier reden wir, und da darf ich, glaube ich, für die Organisatoren nicht nur für Wengen eine Lanze brechen. Hier geht es ums Überleben. Es geht nicht darum, dass man zu viel Fett am Bauch hat und etwas sparen kann. Hier haben wir darüber geredet, ob man diese Events retten kann in der Situation. Und wenn ich dann noch auf unsere Athleten zugehe, dann kann ich Ihnen sagen, dass 90% Idealisten sind und eher zu wenig verdienen und definitiv keiner zu viel. Ich möchte dazu etwas ergänzen. Und das wäre vielleicht an Herrn Näpflin das darzulegen. Wenn man sieht, wie viele Stunden Benevolarbeit in so einem Event steckt, kann man das, glaube ich, nicht mit übertriebenen Salären vergleichen. Aber das kann Herr Näpflin besser darlegen als ich. Sehr gerne. Das ganze OK arbeitet zur Hauptsache ehrenamtlich. Es gibt ganz kleine Entschädigungen wie Sitzungsgelder. Wenn wir alle Löhne mit einem normalen Stundenlohn berechnen würden, die Arbeiten am Lauberhorn verrichtet würden, gäbe das eine Lohnsumme von ca. 3 Millionen Franken. Wir sind auf die Armee angewiesen. Ohne Armee, ich sage ich immer, ohne Armee, die Leistung der Armee, gibt es keine Rennen. Wir sind auf den Zivilschutz angewiesen, zu 100%. Und es gibt viele hunderte Helfer, die ehrenamtlich für ein Lunchpaket und eine Tageskarte seit Jahren ans Lauberhorn kommen zum Mithelfen. Ohne diese Ehrenamtlichkeit gäbe es die Lauberhornrennen längstens nicht mehr. Das ist das zentrale Element dieses Anlasses. Und die Fahrer, wenn ich schaue, die Skifahrer, wenn ich die unsere Preisgelder anschaue, die wir ausrichten, 120.000 Schweizer Franken für einen Event, wo der Sieger, der Lauberhorn-Sieger, 40.000 oder 45.000 Schweizer Franken bekommt und seine Gesundheit unter Umständen aufs Spiel setzt, ist für mein Verständnis dieses Entgelt für diese Athleten, die hart trainieren, das ist ihr Beruf, ist das nicht eine übertriebene Leistung. Wir können nicht mehr sparen, weil wir sind sowieso schon auf dem Zahnfleisch. Herr Sommerhalder. Noch eine Frage an Urs Lehmann. Rechnen Sie jetzt damit, dass auch andere Schweizer Weltcup-Veranstalter Ansprüche stellen? Ich glaube, das ist ein Teil der Lösung. Was wir hier zusammen diskutiert haben, auch mit Wengen, hat uns geholfen, dass wir eine Vision 2023 erarbeiten konnten, in kürzester Zeit, wo auch die anderen OKs profitieren werden. Also wir haben das Gesamtsystem angeschaut, noch einmal. Und zum Schluss zählt das Gesamtsystem. Für uns ist es wichtig, hier und heute, dass wir Wengen, retten ist das falsche Wort, aber dass wir hier eine Lösung gefunden haben. Aber uns liegen auch die anderen OKs, die anderen Weltcup-Veranstaltungen am Herzen und da wird auch etwas passieren. Bitte schön. Eine Frage an Herrn Näpflin. Wenn man ein bisschen ketzerisch sein
wollen würde, könnte man sagen. Vor 8 Tagen, als Sie an die Öffentlichkeit gingen, wussten Sie ganz genau, dass Wengen too big to fail ist. Sie wussten, dass die Politik einschreiten oder irgendwer einschreiten würde und dass Sie so Swishy in die Knie zwingen können. Was sagen Sie zu dieser These? Ja, das ist wirklich eine These. Also Tatsache war, dass wir in unserer Uneinigkeit konfrontiert waren, vom Kalender genommen zu werden. Unsere Reaktion haben Sie alle gesehen. Wir haben damit gerechnet, dass das nicht einfach mit einer Randnotiz in den Medien erledigt sein wird. Mit der Heftigkeit, die es ausgelöst hat, haben wir mit Sicherheit nicht gerechnet. Und vielleicht braucht es diesen Druck, um jetzt diese Einigung zu finden. Mit Sicherheit war das nicht irgendwie geplant oder irgendwie inszeniert oder so. Das hat sich so ergeben und ich bin froh, haben wir diese Lösung jetzt. Herr Deschauser. Frau Bundesrätin Amherd, Sie haben ja moderiert, aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, auch hier kommt der Bund noch mehr entgegen, das Militär macht ja schon vieles, gibt es noch mehr? Nein, der Bund kann hier nicht weiter unterstützen. Sie sagen es, Armee und Zivilschutz arbeitet dort viel mit Sachleistungen und auch mit Tagen, die dort gearbeitet werden. Das werden wir weiterhin so garantieren, aber wir haben keine weiteren Unterstützungen beschlossen. Da war noch eine Frage. Befürchten Sie nicht auch ein Stück weit einen Image-Schaden, wenn jetzt diese Diskussion so an der Öffentlichkeit gelaufen ist? Ich meine, Sie müssen ja auch mit Sponsoren verhandeln und so weiter. Was glauben Sie, was löst das aus bei Sponsoren? Ja, klar ist, dass diese Diskussion und dieser Streit nicht förderlich ist, weder für den Sport noch für uns noch für Swishy. Es ist einfach jetzt so passiert, wir können es nicht rückgängig machen. Die Vergangenheit ist jetzt hinter uns. Es ist jetzt an uns, dass wir den Schulterschluss gemacht haben heute, dass wir wieder zusammengehen, gemeinsam in die Zukunft schauen und uns vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr achten, dass solche Situationen nicht wieder entstehen. Herr Lehmann? Ich glaube, es war wichtig, dass wir beziehungsweise durch die Intervention von Frau Bundesrätin Amherd schnell und konsequent handeln konnten und innerhalb von diesen 8 Tagen eine Lösung gefunden haben. Dadurch bin ich überzeugt, dass der Image-Schaden sehr überschaubar ist. Im Gegenteil, ich glaube, die Sensibilität gegenüber den Dringlichkeiten und Bedürfnissen des Sports und insbesondere der Organisatoren, glaube ich, wurde halt so mal präsent auf eine unpopuläre Art und Weise. Da sind wir uns einig. Aber ich glaube, viele haben begriffen. Gibt es noch Fragen? Dann schließen wir hier. Herzlichen Dank für die Teilnahme und einen schönen Abend.